Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. In der letzten Folge haben wir hier die Dorfbegrenzung weitergemacht und auch diese Folge wollen wir hier anknüpfen. Ich habe beim Schnitt gesehen, durch die Ansicht des Replay-Mods, dass das abgesteckte Feld nun sehr gerade wirkt. Es ist natürlich gerade, es ist auch beabsichtigt, gerade gemacht worden. Natürlich auch einfacher, eine gerade Linie einfach zu ziehen. Aber es passt nicht ganz in die Umgebung und ich finde es ein bisschen schade. Also wir sollten hier ein bisschen Dynamik reinbringen und da habe ich dann auch mir Gedanken drüber gemacht. Und was wäre denn, wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir gehen hier vorne hin und machen, jetzt vielleicht nicht hier an die Ecke, aber hier vorne, wo dieser Erdhaufen ist, dass wir hier das Raster einmal ein bisschen ausführen. Das heißt, wir gehen hier hin und sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, und dann machen wir das hier auf der Linie hier überall. Einmal hier noch einen Stamm hin und einmal nochmal hier einen Stamm hin. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ja, sieht gut aus. So, und dann gehen wir natürlich auch hier raus, ne, und erweitern das Plateau in diese Richtung. Dann haben wir hier quasi so zwei Parzellen, die einmal hier rausragen. Hat folgenden Vorteil. Zum einen bricht es diese lange Wand einmal auf. Ja, alternativ würde ich natürlich dann hier auch die Ebene, glaube ich, ein bisschen abtragen. Das heißt, hier auf einer Ebene sich befindet, auf einer Fläche, dass es eine Fläche bildet, wo wir Gebäude drauf setzen können. Und zum anderen haben wir aber den Vorteil, dass wir dann hier auch drauf gehen können und um die Mauer schauen können. Falls jetzt Feinde, Monster oder was auch immer hier unten drunter lungert und lauert und hier Richtung Treppe gehen möchte, um in unser Dorf zu gelangen, dann können wir hier von diesem Plateau einfach hier um die Ecke schauen und sehen dann die Feinde und können sie auch abschießen. Wenn wir nämlich hier oben stehen, ich gehe jetzt einfach mal hier vorne rein. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher, als wenn ich jetzt hier einmal außen rumlaufe. Machen wir das hier mal ganz kurz kaputt. So, weil wenn ich hier oben stehe, dann sehe ich nicht mal, ob hier unten an der Mauer jemand steht. Das heißt, dieses Plateau ist auch von der Verteidigung her, also sehr strategisch, eigentlich nur mit Vorteilen behaftet. Ja, einziger Nachteil wäre vielleicht, okay, wir haben jetzt hier diese Fläche dann vertan, um ein größeres Gebäude hinzusetzen. Aber ein großes Gebäude soll hier ja auch gar nicht hin, denke ich mal. Ja, und wir haben auch genügend andere Flächen, um etwas Größeres zu errichten. So, ein weiterer Vorteil ist, wir können im Nachhinein hier noch eine Treppe runterleiten, dass wir sagen können, hey, wenn jetzt hier der Trubel hier beginnt und hier kommt vielleicht noch ein Marktplatz hin oder was weiß ich nicht, da müssen wir nicht hier vorne bei der Treppe runtergehen oder hier einmal um die Ecke, sondern wir haben hier noch einen weiteren Auf- und Abstieg dafür geschaffen. Zumindest, naja, vorbereitet. So, das ist die eine Idee und die andere Idee, die mir auch kam, war hier einmal um die Ecke. Das ist ja auch sehr plan hier. Warum beziehen wir hier diese Landstriche nicht noch mit ein und erweitern die Ebene? Die Wand kann ja meinetwegen erstmal noch so bleiben. Und dann sagen wir, okay, gehen wir hier vielleicht nicht ganz raus. Gehen wir hier diagonal und dann packen wir uns einfach mal den Cobblestone und sagen 1, 2, 3, 4, 5. Und dann ist hier zum Beispiel auch einmal, ja, wir packen einfach mal beides rein, dann können wir es ein bisschen besser planen. So, dann geht das hier so schräg rein, dann haben wir hier nämlich noch die Ebene mitgenommen. Wir können aber auch hier rausgehen, das geht natürlich auch. Dann sagen wir hier 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und dann gehen wir schräg. 1, 2, 3, 4, 5, so. Und dann haben wir hier die neue Wand. Passt das jetzt? Ich habe mich nicht verzählt, sehr gut. Und dann gehen wir hier lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann haben wir hier die Wand einmal langgezogen und das hier vorne ein bisschen, sage ich mal, erweitert. So, das hier können wir wieder abreißen. Ich denke, das machen wir dann nicht so. So, nehmen wir das einmal hier weg. Sehr schön. Ihr seht es ja eh durch den Replay-Mod von oben. Ich sehe es dann später wieder beim Schnitt, ob das ungefähr passt, aber so sieht das eigentlich ganz gut aus und dann würde ich hier auch eine Treppe irgendwie runterleiten. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen weiter gehen. Haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 und dann hier die Nummer 6. Genau, das passt hier. Ich bin noch im Raster und dann gehen wir hier einmal raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann könnten wir hier eigentlich auch um die Ecke einmal gehen. So, machen wir auch. 1, 2, 3, 4, 5 und dann die Nummer 6 und 1, 2, 3, 4, 5. Das passt perfekt, kommen wir da raus. Dann haben wir hier noch so eine kleine Ebene vor dem Tor auf der gleichen Ebene, sage ich mal. Und dann geht es hier erst runter auf eine neue Ebene. So, finde ich eigentlich ganz nett. Dann haben wir hier nicht so eine gerade Fläche. Hier einmal so abgekattet und da kommt auch schon das Haus. Also das ist ja eine Linie. Das sieht immer ein bisschen hässlich aus, wenn man das in die Landschaft setzt. Einmal so ein Betonklotz, sage ich mal.
So, und auch hier vorne haben wir das ein bisschen aufgebrochen. Sieht doch auch ganz nett aus. Da würde ich auch hier mit Cobblestone ein bisschen schon mal hier verlegen, sage ich mal so. Zack. Da können wir uns dann gleich drum kümmern. So, dann haben wir das hier gemacht und wir gewinnen auch ein paar Ressourcen hier vorne wieder. Die können wir dann hier auch direkt verbraten. Sehr schön. Hier, Cobblestone gesetzt. Perfekt, dann haben wir es angedeutet. Und dann gehen wir mal weiter. Ja, hier die Ebene, die ist ja eigentlich schon so perfekt, wie sie ist. Hier müssen wir die Wand auch noch weiterziehen. Dabei auch die Frage, ziehen wir sie komplett bis da hinten hin? Ja. Sieht eigentlich gut aus. Also das würde ich dann noch anschütten. Vielleicht kann man hier auch ein bisschen reingehen. Nee, würde ich... Ach, das gucken wir später. Machen wir in Ruhe. So, dann hatten wir noch ein Problem. Und zwar, dass hier vorne ja das Häuschen steht mit der Treppe davor. Und hier geht es allein schon eine Ebene nach oben. Die eine Ebene können wir problemlos weiterziehen. Dann sind wir hier nämlich direkt bei dem Häuschen dran. Aber wir haben hier hinten, da sprinte ich jetzt nochmal hin. Kurz was essen, dann geht das auch. So. Wir haben hier vorne nämlich noch eine Ebene und das ist die eigentliche Ebene des Rasters. Also die Ebene, wo wir problemlos hier auch von Keller ins Erdgeschoss und so weiter gelangen können. Diese Ebene wäre natürlich super, wenn wir die hier weiterziehen könnten, denn dann haben wir auch die Vorteile hier hingezogen. So, hier vorne ist das gar kein Problem, da können wir das Ganze einfach ein bisschen nach oben setzen, einen Block. Dann hätten wir hier eine Kante von zwei Blöcken bzw. von einem Block, weil hier ja das Haus mit der Treppe steht. Wenn wir hier zwei Blöcke hochsetzen, ihr seht es, ist ein bisschen doof dann, wenn die Tür hier halb zugemauert ist. So, was können wir da tun? Also entweder wir nehmen das Haus und setzen es auch einen Block nach oben dann. Ja, dann ist hier der Eingang auch bündig mit dem Boden, also im Erdgeschoss, sage ich mal. Oder wir lassen diesen Abschnitt hier erstmal aus, lassen das Haus so wie es ist, lassen den ganzen Abschnitt so wie es ist, machen hier einfach eine kleine Treppe runter, dass es dann hier zwei Blöcke runter geht. Mein Gott, das Raster kann man auch mal brechen. Haben dann hier schon mal alles vorbereitet und kümmern uns dann später hier drum. Das wäre so die Alternative dafür. Ich würde auch vorschlagen, dass der Steinmetz vielleicht noch eine neue Hütte bekommt, ein neues Haus bekommt, dass er auch ein bisschen mehr Platz hat zum Arbeiten. Und das würde ich dann auch ins Raster setzen. Das heißt, wir reißen die ganze Bude ab, setzen ihm ein neues Häuschen hin. Ja, gucken wir mal, dass wir das genauso schön hinbekommen wie sein jetziges, das auch keinen Nachteil hat. Am besten müssten wir aber auch vorher Glas dann bekommen. Solange wäre das dann hier temporär erstmal ein bisschen niedriger. So, lasst uns gar nicht lange quatschen. Ich würde vorschlagen, wir machen hier mit dem Gerüst weiter. Wir brauchen Holz. Einmal hoch zur Baumfarm, dann fällen wir hier ein bisschen was, damit wir hier Ressourcen haben, um hier weitermachen zu können. Und ja, dann sehen wir uns auch gleich schon wieder. Die Baumfarm, ihr kennt es, mache ich eben mal im Zeitraffer, beziehungsweise skippe ich für euch. Bis gleich! So, meine Lieben, die Baumfarm wurde einmal betrieben. Ich habe alles gefällt. Jetzt können wir hier noch ein paar Items einsammeln und dann geht es auch direkt weiter hier mit der Dorfbegrenzung. Sehr schön. Ich würde sagen, wir legen hier die Saplings einmal hier in die Kiste rein. So, wir haben relativ viel, ne? Auch vor allen Dingen von dem ganz normalen hier Oakwood, von der Eiche. So, das können wir kompostieren. In der Nacht haben wir hier Kaninchenfell bekommen. Sehr schön. Da war eine von den beiden Katzen auf jeden Fall fleißig. Gehen wir kurz zum Komposter, legen hier den einen Seed rein. Dann haben wir hier den Slot auch schon wieder frei. Ja, Ei und so, das können wir auch schon mal weglegen. Das brauchen wir natürlich dann nicht. Und dann geht's auch direkt weiter hier mit der Dorfbegrenzung. Sehr schön. Oh, Herr Schmied, was machen Sie denn hier? Oh, Sie haben einen Rabatt? Nein, das ist ausverkauft. Warum eigentlich immer noch? Warum gesperrt? Was machen Sie hier? Gut, lassen Sie mich mal kurz an die Truhe hier. Das legen wir einmal weg. Sehr schön. Ja, Sie können auch meinetwegen weggehen. Wir können auch hier ein paar Stöcke wenigstens schon mal weglegen. Die brauchen wir natürlich nicht. Ja, die Falltür. Eine. Mit einer können wir wenig anfangen. Hier das restliche Holz natürlich auch einmal wegsortiert. Ja, und nur das hier brauchen wir. Sehr schön. Haben wir hier von den anderen Sorten schon ein bisschen was auf Vorrat. 1,5 Stacks. Soweit kommen wir damit nicht, aber es reicht schon mal zum Vorbereiten oder Weitermachen. Sehr schön. Ja, sobald das Holz verbraucht ist, können wir auch hier mit der Erde weitermachen, alles anschütten. Es gibt genügend Arbeit. Natürlich müssen auch hier die Farmen verlegt werden oder höher gelegt werden. Das ist dann auch so eine Aufgabe. Temporär können wir sie auch auf dieser Ebene hier lassen.
erstmal von außen gucken. Ja, hier fehlt auf jeden Fall Cobblestone dann. Ne? Den müssen wir nachsetzen. Auch hier. So, und da würde ich auch sagen, machen wir einmal die Werkzeuge austauschen. Aber da ist ein bisschen viel hier jetzt weggenommen. Also die Schaufel ist ja schon mächtig. Mächtig schnell. So. Einmal kurz klicken und das war's dann auch schon. Hier noch ein Holz setzen. Hier einmal Erde. So, haben wir hier einmal den Rahmen gezogen. Jetzt können wir das Ganze hier mit Erde auffüllen. Und die alte Mauer können wir natürlich abreißen. Die Ressourcen kriegen wir wieder. Können wir gut gebrauchen. Vor allem das Holz hier unten. Wir haben keine Erde mehr. Macht aber gar nichts. Wir haben eine ganze Truhe voll mit Erde. Das ist also gar kein Problem. Wir müssen nur neue holen. Die war leer. Genau. Hier ist noch genügend drin. Auch einmal hier das Gecraftete ein bisschen beiseite gelegt. Können auch ein paar Cobblestones noch mitnehmen. Hier, wo haben wir sie? Hier vorne. Die brauchen wir auch für die Mauer. Sehr schön. Dann geht's zurück. Und wir können direkt weitermachen. Ihr seht, wenn man jetzt hier auf diese Ebene geht, man kann hier um die Ecke luren und dann die Feinde abschießen, die da vorne hoch möchten. Und auch hier in diese Richtung. Klar, man kann jetzt nicht hier unten bei der Mauer schauen, aber das kriegen wir sicher auch noch anders gelöst. Das ist auch gar nicht so schlimm. Hauptsache, wir können den Eingang da vorne verteidigen. Und ja, haben hier eine kleine Übersicht, ne? Können hier mal rumschauen. Finde ich eigentlich ganz nett. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ob ihr das auch so machen würdet, wie ihr es vielleicht anders machen würdet. Ist ja auch wie immer Geschmackssache, was man hier gerne sehen möchte. So, setzen wir hier auch das Hütchen hin. Und ich würde schon beinahe sagen, wir fangen das wirklich an und nehmen die Mauer nochmal auf. Setzen das Ganze eine Etage nach oben. So, das würde bedeuten, hier vorne die Treppe, die wir gesetzt haben, die machen wir einmal kurz weg. Ja, ich meine, hier vorne können wir sie meinetwegen noch lassen. Ich setze sie einmal hier bei dem Zuckerrohr hin, dass wir das abgegrenzt haben. So, auch bei dem Bambus. Dann haben wir hier so eine kleine Fläche, sag ich mal, wo es dann nachher runter geht. Den Rest können wir schon mal auffüllen. Die müssen wir dann nach oben pflanzen, die ganze Farm hier. Können wir auch später machen oder in einer anderen Folge. Muss nicht jetzt sein. Wird auch schon wieder dunkel. Uiuiui, das geht aber echt schnell. So, dann gehen wir mal einmal fix ins Bettchen, beziehungsweise wir gehen hier beim Kollegen mal eben schlafen. Beim Eisengolem müssen wir eigentlich auch noch schauen. Er sieht nicht angeknackst aus, aber es kann auch sein, dass das Texture Pack nicht darauf reagiert. Vielleicht hat er ja einen Schaden. So, gehen wir mal hier rein. Hier sind ja auch vier Bettchen. Kein Villager. Oh, der leuchtet aber auch schön. Habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Ist ja nett hier. Ach, Kollege. Gute Nacht. So, ausgeschlafen. Kommt doch hier. Der ein oder andere kam hier rein. Hat sich schlafen gelegt. Sehr schön. Können wir weitermachen. Das einmal umrandet. Und dann wollen wir hier mit Erde alles auffüllen. So, was machen wir jetzt hier? Das müssen wir einmal wegnehmen. Die gesamte Mauer muss einmal abgerissen werden. Ich würde auch sagen, ja gut, die können wir eigentlich stehen lassen. Gleich einmal außenrum lang gehen. Die Steine einsammeln, die hier runterfallen. Und dann auch die Hütchen, die wir hier gerade draufgesetzt haben, die müssen einmal weg. Auch die Fackeln können dann nicht hier bleiben. Wir machen erstmal ein bisschen vorne, da haben wir noch keine dran gesetzt. So, erstmal die, die hier drinnen sind. Dann gehen wir außen rum, sammeln die anderen ein. So, auch den hier weg. Und das hier muss natürlich dann auch einmal weichen. Das passt dann nicht mehr.
sammeln wir hier die Items ein, die hier runtergefallen sind. Viele sind es nicht. Ein paar Fackeln. So, perfekt. Schauen wir nochmal hier auf der anderen Seite, ob hier noch was liegt. Nein, dann können wir wieder zurückgehen. Die Einfackeln können wir ja meinetwegen hier schon mal unten platzieren. Die waren ja richtig. So erweitern wir sie hier schon mal, dass es in der Nacht wenigstens da ausgeleuchtet ist. Sehr schön. Fix zurückgesprintet. Hier bin ich auch gespannt drauf. Das müssen wir auch noch alles anschütten dann. Den Eingang würde ich aber nach wie vor hier lassen bei der Hauswand. Das ist eigentlich ganz schick. Das gefällt mir sehr gut. So, und dann können wir hingehen und sagen, hier kommt überall noch ein Baumstamm drauf, weil wir einen Block höher gehen und das Ganze einen Block nach oben versetzen müssen. Das bleibt also. So, und auch die Half-Steps bleiben so. So, die bleiben hier oben drauf. Da ändert sich auch nichts. Und auch hier vorne. Jetzt kann man hier auch nicht mehr drüber springen. Perfekt. So will ich das sehen. Ja, sieht noch ein bisschen komisch aus, aber wenn wir jetzt hier mit der Erde lang gehen, dann merkt ihr, okay, das ist eigentlich das gleiche wie vorher. Von drinnen. Von draußen müssen wir das halt mal schauen. Ich würde hier dann Treppen setzen. Wir haben ja hier bei der Mauer zum Beispiel von außen die Treppen gesetzt und dann darüber die Mauern aus Cobblestone. Das Schema würde ich hier jetzt weitermachen. Wir sehen das ja auch schon hier unten. Ich kann einmal hier runterspringen. Da sind ja auch die Treppen gesetzt. Finde ich eigentlich ganz nett. Finde ich gut so. Ziehen wir weiter. So. Jetzt haben wir keine Treppen mehr, aber der Steinmetz ist nicht weit. Können wir uns noch zwei Stacks machen. Sollte eigentlich reichen für die kurze Strecke. Schönen guten Tag. Sie bleiben diesmal da? Nein, sie möchten raus, wie immer. Verstehe ich gar nicht, warum. Ich glaube, er kann mich nicht leiden. Ich kaufe nie was bei ihm. Ich denke, daran liegt es. Er wirtschaftet durch mich keinen Umsatz. Warum soll er dann bleiben? So, haben wir das soweit schon mal vervollständigt. Dann können wir auch von drinnen schon mal die Fackeln platzieren, da wo sie waren, da wo sie hinkommen sollen. Hier an der Ecke kommt nichts hin. Hier vorne müssten wir um die Ecke welche platzieren, bevor wir nachher hier die Mauer reinziehen, sonst kommen wir wieder nicht dran. So, auch hier von außen einmal und von drinnen. Hier natürlich nur von außen. So, einmal an die Seite und einmal an die Seite hier. Sehr schön, hier kommt nichts dran, außer von drinnen. Sehr gut. So. Und dann können wir die Mauern, die wir abgerissen haben, hier einfach wieder draufsetzen, um das alte Schema wiederherzustellen. Sehr schön. Funktioniert auch sehr gut. Perfekt. Einmal Mauern reingezogen. Und wenn wir jetzt die Ebene nämlich erweitern, haben wir das gleiche wie vorher, nur dass hier kein Holz ist, sondern Cobblestone. Wir können das Ganze auch nochmal von außen betrachten hier. So. Sieht sehr schön aus, finde ich. Dann haben wir nämlich hier ein einheitliches Bild. Natürlich, hier kommen dann noch die Falltüren hin zur Zierde. Das allerdings auch später. Erstmal muss hier auch, wie beim Haus, auch die grobe Grundstruktur stehen und dann können wir uns an die Detailarbeit machen. Genügend Holz für Falltüren haben wir eigentlich. Sollte kein Problem sein. Den Weg, den ich hier gerade zuschütte, den müssen wir gleich auch wieder setzen. Die Katze muss natürlich auch ein bisschen mal weichen hier. Sitzt im Weg. Sehr schön, bleibt mal da sitzen.
So, hier vorne haben wir schon alles aufgeschüttet. Sehr schön. Dann können wir mal gucken, ist der Weg denn überhaupt im Raster? Ich würde ihn auch später noch, glaube ich, erweitern auf genau den Zwischenraum zwischen den Rasterfeldern, so wie hier. Hier läuft er genau dadurch und dann würde ich hier links und rechts vielleicht noch mit Gravel alles abstützen, dass wir hier nicht diese Kante haben zwischen saftig grünem Gras und dann kommt direkt der Weg, sondern dass wir hier so einen kleinen Übergang haben zwischen, ja, hier ist Gras, dann kommt erstmal Schotter, hier ist nix und dann kommt der Weg. Finde ich eigentlich ganz nett. Wollen wir mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, passt. Können wir hier weiterziehen. Sehr schön. Frage ist, bis wohin? Hier kommt auf jeden Fall wieder der Weg hin und dann würde ich den auch hier zwischen führen. So. Also dort, wo er schon ist. Perfekt. Genau. Das passt doch super. Machen wir einmal hier den Weg hin. Ja, und was wir jetzt machen könnten bei dieser Ebene, wäre natürlich auch hier in der Rastereinheit einmal schauen, dass wir das Ganze ein bisschen ausleuchten. Es ist Nacht, wir legen uns kurz schlafen. Sehr gut. Und dieses Schema könnten wir jetzt eigentlich noch fortsetzen, das heißt, wir gehen hier einmal im Raster lang und setzen hier immer einen Block am Weg entlang. Dann haben wir so eine kleine Wegbeleuchtung. Immer Fackel. Hütchen drauf, dass hier auch gar nichts nass wird, dass das ähnlich aussieht. Und falls wir hier nachher irgendwie was anderes hinbauen, dann machen wir es einfach wieder weg. Bis dahin ist es dann schon mal beleuchtet. Finde ich, ist eigentlich auch eine nette Lösung. Jetzt haben wir gleich keine Fackel mehr. Müssen wir wieder neue machen. So, und wir haben... Doch, Holz haben wir noch. Sehr schön. Perfekt. Und hier sind ja die Fackeln schon am Haus. Da müssen wir nichts mehr haben. Hier vorne, das lasse ich einfach mal frei. Da können wir die Fackel hier da hinsetzen, dass das ein bisschen heller ist. Sollte eigentlich ausreichen. Und da machen wir uns neue Fackeln und können weitermachen. Hier mit der Mauer. Sehr schön. Oder wir nutzen hier die restliche Zeit und zeichnen hier das schon mal an. Haben wir ein Holzgerüst, das ziehen wir natürlich nach außen raus. So, hier gehen wir diagonal. Und wie machen wir das denn? Wir können ja keinen Holzbalken an sich setzen. So. Aber wir können den einfach hier draufsetzen. Dann hat es das gleiche Erscheinungsbild, als würde er liegen, ohne dass wir irgendwie den Kopf des Baumstammes sehen. So. Sieht auch ganz nett aus. Das können wir auch schon mal mit Cobblestone hier zumachen. Gefällt mir schon mal sehr gut. So, genau. Und hier ganz normal. Bis zum nächsten. So, dann wären wir auch schon da. Ja, die Villager begutachten hier alles ganz kritisch. So, natürlich wollen wir auch hier die Fackeln eigentlich nicht vergessen, aber wir haben nur noch eine. Das heißt, wir machen in der nächsten Folge weiter. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auch gerne eine positive Bewertung da. Schreibt eure Meinung, wie immer, unten in die Kommentare und abonniert den Kanal, falls ihr es nicht getan habt, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Nächste Folge machen wir an dieser Stelle weiter. Hier vorne in diese, ich sag jetzt mal, Terrasse oder diese Ebene wollen wir noch auffüllen. Und hier hinten müssen wir natürlich auch noch weitermachen. Einmal die Wand hochsetzen bis zum Haus und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze hier machen. Auch mit der Treppe, wie das passt, wie das alles insgesamt funktioniert. Und da müssen wir natürlich auch hier auf der anderen Seite noch was weiter bauen mit der Mauer. So, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.